Hallöchen meine Freunde da draußen und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Let's Play Mountain Blade. Mir geht's immer noch ziemlich bescheiden, aber ich brauche ja noch ein bisschen was. Ein paar Folgen brauche ich noch. So, letzte Folge haben wir ja den einen Grafen da ziemlich in den Arsch getreten, sogar mit relativ wenig Verlusten, was sehr gut gelaufen ist. Sehr, sehr gut. Ich habe jetzt noch so ein bisschen ausgerüstet, equipped, Sachen verscherbelt und so. Also nichts Großartiges gemacht. Aber ein paar Kleinigkeiten muss ich euch zeigen. So, wie sieht's denn mit unserem Trupp aus? Geht's dem denn eigentlich wieder besser? Ja, so halbwegs. Gut. Und zwar hier zum Beispiel beim guten Bunduk. Der gute Bunduk von uns, der hat jetzt nämlich hier die Belagerungsarmbrust mit Schaden 60. Und ich habe ihm noch mal ein paar Stahlarmbrustbolzen gekauft. Die machen plus 2 Schaden. Schon mal besser. Ich habe mir mal ein schönes, langes Breitschwert gegönnt. Das habe ich mir gekauft sogar. Und habe die Axt mal beiseite, weil damit ist die Reichweite, die Waffenreichweite liegt bei 105. Das hat mir viel, viel, viel besser gefallen. Und, ja, mehr habe ich jetzt groß und ganzen nicht gemacht. Wie gesagt, wir müssen... Ich habe mich gerade noch erkundigt, wo unser König ist, weil ich muss ja noch eine Quest erfüllen. Und der soll in der Nähe von Yelbeggy sein. Also reiten wir da mal hin. Ach, guck mal an, Waldbanditen. Wer kämpft denn da? Menschenjäger gegen Waldbanditen? Sollen wir uns da mal einmischen? Nö, das schaffen die auch alleine. So, wie gesagt, wir brauchen unseren König. Ich weiß nicht genau, wo er ist. Sagt Kiese, er soll in der Nähe von Yelbeggy gewesen sein. Aber anscheinend ist er nicht mehr hier. Jetzt haben wir natürlich ein kleines Problem. Ich tippe mal darauf, dass er Richtung Sargot geritten ist. Okay. Wir machen immer noch Plus. Und ihr seht, ich habe ein bisschen Geld ausgegeben, weil das Schwert hat mehr gekostet als erwartet. Aber naja, das gehört dazu. So, wir müssen mal gucken, wo unser König ist. Irgendwo muss doch unser König sein. Ah, hier ist immer noch keine Dame. Ja, ganz furchtbar. Irgendwo muss unsere Dame sein. Nicht unsere Dame, aber eine Dame. Damit wir mal sehen können, wo unser König ist. Ich trinke mal schnell einen Schluck Tee. So. Okay. Das heißt, wenn er nicht hier ist, wo könnte er dann sein? Halt! Da ist er ja, ich Depp. Guten Tag, König. Ah, okay. Ja, wir haben den ziemlich eingeheizt. So. Mein Fürst. Es gibt etwas, was ich unter vier Augen und einen Vasallen unter euch sagen möchte. Oh, er schätzt unsere Meinung. Mein Lehnsherr, Graf Beranz, wird von euren Vasallen weiterhin als streitsüchtigen Spaltes wie eine Bürde für euer Reich angesehen. Das ist sehr beunruhigend. Obwohl ich es nicht zu schätzen weiß, wenn meine Vasallen schlecht übereinander sprechen, so lege ich doch Wert auf eure Meinung. Haha, vielleicht sollte ich einmal darüber nachdenken, ob ich Graf Beranz weitere Lehen oder Titel gebe. Richtig, ja. Ja, okay. Er möchte seine Beziehung natürlich nicht. Dings. Hat er zufällig gerade eine Aufgabe? Nein, hat er nicht. Okay. Wo ist denn unser guter Marschall? Burg Ergelon? Burg Ergelon, das ist die Burg, die ich belagert habe. Das ist nicht fair. Das ist überhaupt nicht fair, weil die Burg habe ich belagert. Und wenn ich bis ich jetzt da runterkomme, das ist so mies. Oh, da sind wir ja Scharmützler. Sehr gut. Ah, das ist echt mies. Okay, wisst ihr was? Dann. Ne, weil der ist ja. Der ist eindeutig dann hier unten. Gut, dann gehen wir da runter.
Vielleicht können wir da was reißen. Ich guck mal, wo, wie sind wir denn? Irgendwo unterwegs. Ja, war ja klar. Irgendwo unterwegs sollten wir vielleicht auch noch was zu essen kaufen. Vielleicht am besten hier. Ich meine, wir haben zwar noch, aber sicherheitshalber, ne? Lokalen Preise. Nee. Warenhändler. Okay. Gut. Das Brot ist angeknabbert. Das Dörrfleisch ist noch halbwegs. Oh, Käse. Käse ist gut. Ja, okay, das sollte erstmal reichen. Ich finde es immer noch faszinierend, dass wir immer noch Plus machen, obwohl wir derzeit im Krieg sind. Das gefällt mir. So, wir gucken jetzt mal, ob wir hier unten vielleicht irgendwie helfen können. Ich bin immer vorsichtig, wenn ich mich sowas nähe. Aha, die sind gerade alle dabei. Gut, dann. Ne! Ihr Schweine! Ich bin gerade dem Mann dort angekommen. Hättet ihr noch 5 Sekunden weiter Krieg führen können? Mann! Ihr Schweine. Was? Wie wir zusammen die Riemeinnahmen? Ja, gut, zusammen, ja. Ich hätte vielleicht mitmachen sollen, ja. Okay. Wieso denn schon wieder Graf Play? Ich würde, was? Ich würde euch mit Freuden unterstützen. Yay! Wir haben einen auf unserer Seite. Sehr gut. Okay. Alles klar. So, wie gesagt. Ich habe mich bereits entschlossen, euch zu unterstützen. Yes! Wenn der Marschall sich für uns ausspricht, kriegen wir vielleicht wirklich das Lehen. Okay. Aufgabe. Was? Wir sind gerade im Krieg und ihr wollt jetzt, dass ich Waldbanditen jage? Ja, okay. Ja, okay. Gut, machen wir das halt. Waldbanditenlager. Als hätten wir jetzt nichts Besseres zu tun, ne? Naja. Reden wir kurz mit ihm hier. Von 0 zu 1 verbessert. Yes. Sehr gut. Halt, Moment, Moment. Ich wollte mal kurz mit. Ja, okay, 0 zu 1. Das ist, ja. Das bringt halt viel. Da waren jetzt viele Grafen dabei, die hier die Burg eingenommen haben. Muss ich zugeben. Aber Veluka müssten wir einnehmen. Das wäre göttlich. So, jetzt erst noch mal kurz Banditenversteck. Findet und vernichtet das Waldbanditlager. Ja, das ist wahrscheinlich hier oben irgendwo in der Nähe von Uxal. Wie immer eigentlich. Ach, guck mal, wer da reitet. Graf Beranz. Der ist bestimmt sauer. Ach ja, Waldbanditenlager. Wo ist denn hier das Waldbanditenlager? Wenn, dann kann es ja nur im Wald sein. Na, 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 na. Kein Waldbanditenlager, das ist jetzt komisch. Oh, wo ist denn denn ihr blödes Lager? Wahrscheinlich hier drüben, wie immer. Ah ja, da sind Waldbanditen. Das heißt, hier muss irgendwo denn ihr Lager sein. Wenn die alle hier unbedingt hoch wollen, dann muss es doch hier irgendwo sein. Gibt es hier noch mehr Wälder? Ja, da drüben gibt es noch einen Wald, aber. Oder hier. Nee. Da, Moment mal. Okay, das Gebirgsbanditen. Könnte auch hier sein, aber da möchte ich jetzt noch nicht nachgucken. Wenn, dann gehen wir erstmal hier hin. Aber wenn hier lauter Waldbanditen sind, dann muss doch hier irgendwo denn ihr blödes Lager sein. Da. Die müssen hier irgendwo ihr Lager haben, bestimmt. Armere an Graf Klagos. Ja, okay, gut. Schade. Hey, du, Waldbandit. Ah, ne, ist ein Plünderer. Oh, Soldaten sind bereit zur Aufwertung. Den Satz mag ich ja am liebsten. Wieder ein Nordveteran mehr.
Wir kriegen langsam eine richtig schöne Nordveteranarmee. Oh, Jeremus. Habe ich gar nicht gesehen. Ah, nicht die Ausrüstung. Oh, wir haben auch fast nichts mehr zu essen. Jeremus, du bräuchtest mal wieder ein bisschen was auf Dings. Das hier war für... Nee. Das hier war für Erste Hilfe und so weiter, ne? Intelligenz. Weißt du was? Das machen wir jetzt einfach mal. Ja. So, Wundbehandlung. Heilungsgeschwindigkeit ist okay. Erste Hilfe. Ja, wir machen beides. So. Und du hattest die... Boah, jetzt muss ich gerade überlegen, was hatte der denn? Der hatte eigentlich die zweihändige. Oder die Stangenwaffe. War das eine Stangenwaffe oder war das zweihändig? Shit. Stangenwaffe. Ah, okay, gut. Ja, ich musste nur nochmal nachgucken. Ich verwechsel das manchmal immer. So. So ist es gut. Sonst noch jemand? Ich find's immer noch faszinierend, dass der Sklaventreiber immer noch nicht gestorben ist. Das ist irgendwie merkwürdig. So, den war nochmal. Die hier müssen wir mal ein bisschen nach oben kriegen. Vielleicht nur so ein Stückchen. Hier so bei die schwadischen Armbrustschützen vielleicht mit dazu. Bei Gierbogenschützen tun wir auch mal mit nach oben. Und dann lassen wir mal ein paar Nordhuskale hier unten. So als zweite Armee. Wäre vielleicht nicht verkehrt, oder? So, genau. Müsste eigentlich gehen. Ja, wir brauchen immer noch das Waldbanditenlager und ich weiß nicht, wo es sein soll. Irgendwo mitten in einem Sumpf. Wo soll ich das denn jetzt finden? Hier sind nur Plünderer. Mist, ich hätte vielleicht mal ein bisschen besser lesen sollen, wo das genau sein soll. Normalerweise findet man das doch relativ zügig. Wir können allerdings auch nicht mehr allzu lange hier draußen rumeiern, denn wir haben nämlich bald nichts mehr zu essen. Das heißt, wir gehen mal kurz nach Dirim. Waldbanditenlager. Wow. Jetzt habe ich gerade schon gedacht, wer reitet mir da in den Weg? In Dirim haben wir einen... Okay, gut, perfekt. Da wir jetzt Dirim wieder haben, kriegen wir jetzt da auch wieder mehr Geld. Ist auch nicht verkehrt. Oh Gott, wir haben nur noch ein Brot. Okay, das heißt, wir brauchen Würste. Das. Und wir kaufen noch ein bisschen Schweinefleisch. Warte mal, so. Hallo? Ach so. Ach so. Ja, das passt. Warte mal. Okay. So. Dann werden die Sachen zuerst gegessen. Das Dörrfleisch als letztes. Perfekt. So. Waldbanditenlager. Ich muss nochmal gucken, ob ich das... Da steht nichts genaueres, ne? Wo ist das Waldbanditenlager? Ich guck nur gerade, ob ich hier irgendwo... Nee, das ist zu weit oben. Nee, da steht nichts. Okay. Gut, da steht nichts. Okay, das heißt, wir müssen es irgendwo finden, aber wir fragen mich, wo? Die Waldbanditen sind die ganze Zeit hier rumgeeiert. Das heißt, normalerweise müssten die auch dort irgendwo ihr Lager haben. Irgendwo. Ah, plus 200 machen wir noch. Das ist gut. Wir brauchen auch bald wieder ein paar Vaigir-Leute. Ah! Graf, please. Mist. Wo haben die ihr blödes Lager? Die müssen ihr Lager... Verdammt. Ja, okay. Das war jetzt zu schnell. Das konnte ich jetzt nicht lesen.
Warte mal, ich gucke jetzt nochmal schnell nach. Was war denn da jetzt gerade? Okay. Nee. Ja, okay, da ist nichts. Alles klar. Aber irgendwo muss doch das blöde Lager sein. Himmel, Arsch und Zwirn. Gebirgsbanditen. Ja, die bringen mir aber zu wenig. Deserteure. Die haben eigentlich immer nice Rüstung dabei. Aber die sind ziemlich schnell. Vielleicht finden wir es ja demnächst noch. Ich meine, wir haben ja Zeit, das abzuschließen, oder? Ich habe da jetzt gerade gar nicht drauf geachtet, aber normalerweise haben wir da ewig Zeit. 53 Tage, ja, das können wir immer noch machen. Ich würde mir nämlich gerne mal angucken, wie, ob wir hier vielleicht mal Veluca... Oh, die greifen an. Da muss ich mit rein. Wenn ich es schaffe, damit anzugreifen, ist gut. So, wir schauen uns erstmal an. Nein! Oh, ihr Schweine! Immer kurz bevor ich... Oh, da kriege ich einen Anfall. Das ist echt mies. Mann, ey. Immer kurz bevor ich ankomme, nehmen sie es ein. Das ist nicht fair. Ich werde erstmal kurz mit denen allen reden, weil sich ja schließlich hier, weil ich mit denen überall noch was zu bequatschen habe anscheinend. Wegen die Riemen damals. So ein Mist, sage ich dazu einfach nur. So ein Mist. Das sind Gebirgsbanditen, aber keine Waldbanditen. Ach, Mann, ey. Aber ich merke gerade, dass wenn wir jetzt Uxal, Veluca und die Riemen haben, plus Sargot und Vercek, sieht's gar nicht mal so schlecht aus für die Schwaden, würde ich mal schwer behaupten. Das ist natürlich interessant. Was denn hier mit Burg Grunwalder? Das wäre doch mal eine schöne Burg für mich. Gönnt mir doch einfach mal. Da ist doch bestimmt auch niemand drin, oder? 196. 26, lauter Armbrustschützen-Veteran. Wir belagern die Burg jetzt einfach mal. Okay, gut. Wir warten einfach bis morgen. Wir belagern jetzt mal die Burg ein bisschen. So, in der Zeit kann ich mir nämlich auch mal überlegen, was Sache ist. Okay. Was? Pogundo an Graf Delinard. Ah. Okay, die tun sich natürlich jetzt weiter sträuben, das ist klar. Wir warten allerdings noch bis morgen. Unsere Essensvorräte reichen nämlich auch eine Zeit lang. Im Normalfall. Oh. Wer mischt sich denn da ein? Da, 32er Trupp, aber der wird nicht angreifen. Der wird nicht angreifen. Okay. Vielleicht sollten wir auch einfach mal losstürmen. Ich weiß es nicht. Aber wir können sie nicht alle aufhalten. Es sind zu viele. Wir belagern sie einfach noch ein bisschen weiter. Das Königreich der Nordmeer hat nicht auf die Provokation von Königreich Schwaden reagiert und König Ragnar verliert Ansehen unter den streitigen Untertanen von ihm. Oha. Ja, die wollen keinen Krieg. Die wollen keinen Krieg, weil sie ja schließlich kaum noch was da oben haben. Ich habe gerade gesehen, unser Trupp hat nichts zu essen. Okay. Das heißt, wir müssen die Belagerung nochmal kurz abbrechen. Verdammt. Das ist ganz schön viel Essen, was da drauf geht. Das hätte ich eigentlich nicht erwartet. Okay. Schade eigentlich.
So, den Scharmützler mal aufwerten. Meisterschützen. Okay, gut. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal was zu essen. Das heißt, wir gehen nach Veluca und holen uns was zu futtern. Und dann greifen wir die Burg an. Würde ich mal schwer behaupten. Hey, wir haben... Ah, verfault. Ich wollte gerade sagen, wir haben doch noch was zu essen. Okay, Dörrfleisch, Käse, Brot. Und noch ein Brot. So. In Veluca haben wir noch keinen Betrieb. Merkwürdig. Vielleicht kann ich ihn dazu überzeugen, den Graf Monetoir. Vielleicht kann ich ihn dazu überzeugen, dass er Dings, dass er mir mal helfen soll. Ja, okay. Dort gibt es ein Fest, gebt euch nach. Wie heißt das nochmal? Burg Grunwalder. So, mal sehen, ob sie es jetzt machen, weil ich werde nämlich dort mit angreifen, aber sowas von. Hey, wartet auf mich. So, wir belagern natürlich mit. Oh, geht gerade nicht, oder was? Ach so, weil die es jetzt belagern. Ach so, die belagern es jetzt quasi. Ja, und solange es belagert wird, können wir nichts machen. Aber wenn eine Schlacht dort herrscht, dann können wir angreifen. Okay, das ist gut zu wissen. Veluca nach Graf Harrington. Ja, okay, gut. Das heißt also, die belagern noch fleißig weiter. Ich will jetzt sogar mal gucken, wie sieht es denn aus? Okay, unser Essen ist noch soweit okay. Ja, es ist... Sobald er angreift, will ich mit angreifen. So viel steht fest. Zusammen haben wir eine Chance. Die Frage ist nur, wie lange dauert das jetzt? Ich meine, der belagert dir jetzt erstmal ein paar Tage, natürlich. Aber ich kann da ja natürlich jetzt auch nichts machen. Okay, gut, dann lassen wir die jetzt erstmal in Ruhe. Wird belagert, okay. Das sehe ich ja die ganze Zeit, ne? Gut, dann gehen wir nochmal kurz nach Veluca zurück. Holen mir noch ein bisschen was zu essen. Nur zur Sicherheit. Oh Gott, die haben noch nichts. Die haben noch nichts zu futtern für uns. Okay, das heißt, wir müssen woanders hin. Wenn die nichts zu essen haben... Brauchen wir irgendwo anders was zu essen her? Okay, wird belagert. Vielleicht schaffen wir es nochmal schnell nach Uxal hoch und dann wieder zurück. Ich will nur mal gucken. Ach, da nimmt gerade ein Turnier. Ah ja. Okay, Marktplatz. Warenhändler. So, wie gesagt, ich kaufe jetzt erstmal ein bisschen Zeug. Das sollte reichen. Ah, Turnier. Nee, jetzt nicht. Ganz ehrlich, jetzt nicht. Ich möchte jetzt erstmal, dass wir da gucken können. Wird belagert. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn wir jetzt an einem Turnier teilnehmen, ob dann quasi... Oh. Aha. Du kleiner Sack. Der wird nicht weit kommen. Der ist nämlich gerade eh schon geschwächt. Und den werden wir uns holen. Hä? Hä, wo ist der denn jetzt hin? Nein. Das gibt es doch nicht. Der kann doch nicht abgehauen sein. Halt. Ja. Ah, immer nur dieselben. Immer kriegen nur dieselben die guten Länder rein. Wen haben wir denn da? Da ist Graf Meltor. Okay, gut. So, wie schaut's denn hier aus? Wird belagert. Wir gehen da jetzt nochmal runter.
Muss immer ein Auge auf mich oben haben. Oh, da sind wieder welche bereits zur Aufwertung. Das ist nice. Wird nicht mehr belagert. Er hat aufgegeben, oder? Shit. Guck mal, wie lange reichen die Vorräte? Ach, jedes Mal geht es dann wieder von 9 bis auf 3 Tage. Oh Gott. Ja, okay, wisst ihr was? Dann belagern wir jetzt mal nicht die Burg. Oh Mann. Ich habe gedacht, das bleibt so. Weißt du, wenn man dann schnell genug ist, dass man dann sagt, okay, gut. Wir greifen an. Ziehen uns dann zurück. Und dann haben die nur noch 20 Tage zu essen. Wir holen uns dann wieder was. Aber leider geht das so nicht. Leider, leider. Ist natürlich blöd. Ärgert mich gerade ein bisschen. Ganz kleines bisschen. Okay. Wir gehen mal kurz hier zum Graf Play. Der müsste ja eigentlich hier irgendwo sein. Oh, wer seid ihr überhaupt? Auch mal kurz Hallo sagen zu der Dame, die ich noch gar nicht kenne. Ja, okay, gut. Der unterstützt natürlich seinen großen Freund da. Und mich unterstützt im Moment noch keiner. Wir müssten mal was fragen. So, wo ist überhaupt unser Marschall? In der Nähe von Nomar. Weil mich würde interessieren, was der jetzt gerade macht. Und wir haben ja immer noch das mit dem blöden Banditenlager. So, wo ist Nomar? Das ist jetzt die Frage. Nö, nö, nö. Ist Nomar? Nomar, 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 Nomar. Ich wüsste jetzt nicht genau, wo das ist. Ach da. Also in der Nähe von Uxal ist er gerade. Okay, wisst ihr was? Dann reiten wir da mal hin. Ist er das nicht? Nee, das ist Graf Raffo da. Ich suche immer noch, also wenn hier überall diese Waldbanditen sind, ne? Ich suche immer noch das Lager von denen. Ich suche das Lager und ich sehe es nicht. Hier sind zwar überall Waldbanditen, aber hier gibt es kein Lager. Entweder wurde es schon vernichtet vor kurzem. Kann ich mir gut vorstellen. Oder andererseits weiß ich es auch nicht. Ja, Burg Harrington. Mann, das ist ärgerlich. Ich kann nichts machen. Das ist so furchtbar. Hier war eigentlich immer den hier Waldbanditenlager. Das weiß ich. Ah, da ist es auf einmal. Auf einmal ploppt es da auf, obwohl wir schon dreimal da durchgemarschiert sind. So ein Cheat. Okay, ich lass die einfach mal machen. Ich denke mal, die kommen klar. Gegen so ein paar Waldbanditen. Ah. Natürlich kriege ich wieder voll den Schuss ab. Könnte aber wieder ein bisschen mit dem Bogen arbeiten. Da, 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 da. Ups, der ging voll daneben. Treffer. Ach Gott, ey, wie sie die niedermachen. Wollt doch selber noch mal einen erwischen. Los, kümmert euch drum. Aber ich denke mal, die kommen auf jeden Fall klar. Das ist nicht das Problem. Wir haben nur keinen Bogenschützen dabei. Ich glaube, wir sind der Einzige, der gerade mit dem Bogen hier hantieren kann. Oh, das war ein schöner Schuss. Ups. Ja. Also. Sehr schön. Ich sehe da hinten noch ein, zwei. Das ist einer von uns. Der schlachtet da ja eh. Ey. Mach den ja nieder, ich sag's dir. Da oben stehen sie noch.
Oh, wir machen mal einen schönen Fernschuss von hier aus. Oh Gott, der ging weit daneben, weit. Der war gut. Oh, der war auch schön. Ging voll in die Schulter. Den haben sie auch erwischt. Okay, wo sind die nächsten? Komm schon, wir reiben die jetzt mal ein bisschen auf. Das wird alles schon schön und gut. Ah, ja. Und... okay. Aua. Feuer. Ich frage mich, wie mir hier einen schwierigen Schuss von 10 hinkriegen will. Dafür gab es nämlich eine Trophäe. Ah ja, da ist der Rest gespawnt. Schön mal ein bisschen aus der Distanz. Der Ferentes ist da vorne, der macht einen nach dem anderen nieder. Die kennen hier nichts. Sieht aber soweit ganz gut aus. Ich höre zwar immer noch Bogenschützen, aber... ich weiß gar nicht, wo die da überall rumeiern. Da unten kämpft noch eine. Das dürfte so jetzt gewesen sein, oder? Ich höre zwar noch hier und da mal Leute sterben. Der jubelt schon. Ich würde sagen, das war's. Ja. Okay, das war relativ simpel. Das gebe ich zu. Oh, ein Brot. Perfekt. Stiefel. Ah. Das ist eh alles nur Plunder hier, eigentlich. Das ist wirklich alles nur Plunder, was wir verscherbeln können. Aber naja, was wir haben, Hammer. So, jetzt müssen wir nur noch unseren Grafen finden. Den guten Herrn Delenard. Jetzt weiß ich nur nicht, wo der sein soll. 230 wieder dazu bekommen, sehr schön. Da haben wir noch ein paar Waldbanditen, die hier rumeiern. Tipp mal darauf, dass er wahrscheinlich in der Nähe von Uxal ist. Wir fragen einfach mal unsere allwissende Dame, die wir ja ständig fragen. Saren. Wo ist denn Saren? Müsste ich jetzt auch erstmal rausfinden. So. Wir verscherbeln erstmal dem Waffenhändler alles, was wir haben. Gibt wieder ein bisschen Plusgeld. Ist nicht viel, aber es ist immerhin etwas. Wir geben zurzeit viel Geld für Essen aus, aber muss ja. Man muss ja. Oh, Kohlkopf. Sehr schön. Also, in der Nähe von Saren. Das heißt, Nomava hier. Amere? Reduna? Saren, hier unten. Okay, hoffentlich begegnen wir ihm auch. Ich keine Lust, schon wieder dran vorbei. Okay, die haben Frieden geschlossen. Das ist auch ganz okay. Sollen sie ruhig. Stört uns jetzt relativ wenig. Halt, halt, halt. Wer ist das? Ach, guck mal an. Graf Lane. Ha! Tja, mein Herr. Merkt euch diesen Namen, dann werdet ihr noch viel von mir hören. Vasall von Roderkönigreich. Ihr mögt Boja Talba geschlagen haben, aber ihr könnt uns nicht alle besiegen. Tja. Ich werde dies nur einmal sagen. Ergebt euch oder sterbt. So sei es. So, wir greifen den Feind an. Ich weiß... wir haben 126. Ach, da ist noch ein Trupp von jemand anderen dabei. Ja. Irgendjemand hat sich hier noch mit eingemischt von unseren Leuten. Aber okay, gut. Das wird keine ehrenhafte Schlacht auf jeden Fall. Ah, die haben Pferde. So, jetzt kann ich endlich mal... Graf Regers wurde von Graf Lahn bewusstlos geschlagen. Super. Schön. Schnell. Ja, yep, einen habe ich erwischt. Ich muss erstmal gucken, wer hier wer ist.
So, der ist auch weg. Ach, da hinten ist der restliche Trupp von denen. Ah! Komm her! Erwischt. Wer haut denn da ab? Yes! Schwadischer Waffenknecht wurde von Vaigir-Wachen getötet. Was? Achso, nicht unsere Männer. Okay. Hoffe ich. Bisschen durcheinander, die Schlacht hier. Überall sind welche. Muss erst mal gucken, wer ist. Ah, komm her. Ah, fuck, mein Pferd. Da unten rennt noch einer. Wie sie alle hinterher rennen, ey. Das ist furchtbar. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe ja stark, dass wir jetzt nicht zu viele verloren haben, ey. Ah, wir haben nichts verloren. Sehr schön. Schafft er es zu fliehen? Ach, hat er wieder Schwein gehabt. Okay. Schaden, was? Nomadenbogen, Schaden 20. Was machen wir? 22. Okay. Nö, nö, nö. Ja. Alles Schrott, aber wir nehmen es mit. Und wir haben Ansehen erhalten. Und wer hat sich da mit uns? Graf Regas war das. Das war ein großer Sieg. Ja. In der Tat. Ich unterstütze ich selbst. Von wegen. Gönnt mir halt auch mal was. So, jetzt müssen wir aber erstmal gucken. Ah ja. Die plündern also gerade hier einfach so die Dörfer. Okay. Graf Devilian. Wo ist er denn? Hallo? Graf Place. Graf Devilian. Komm schon. Ich muss mit dem Richtigen sprechen. Boah, wie viele sind denn hier? Ah, das ist ein Riesentrupp, der hier gerade aufmarschiert. Ah, da ist er. Jawohl. Vielen Dank. Habt ihr eine Aufgabe? Ah ja. Ein Adligen von König Rodogreif fangen mir bringen. Okay. Gegen einen Verwandten austauschen. Puha. Das ist wieder so eine schwierige Mission, aber das könnten wir schaffen. Andererseits, jawohl, doch, wir könnten es probieren. Vielleicht haut's hin. Weißt du was? Dann machen wir das einfach mal. Oder? Nee, lieber nicht. Lieber nicht. Ich habe andere Ideen. Ja, ja, uns fehlt der Eifer, ich weiß. Okay. Gut, gut, gut. Wir bleiben mal bei dem in der Nähe. Aber ich weiß ja nicht, wo der hin will. Aber vor allem gucken wir, was hier für ein Trupp marschiert. Ich will jetzt gerade mal was gucken. Nur so just for fun. Ja, okay, die sind immer noch so stark. Wo wollen die hin? Das ist die Frage, was mich interessiert. Wo wollen die hin? Wo reiten die denn hin? Sag bloß, die haben sich jetzt aufgeteilt. Ja, die haben sich aufgeteilt. Wieso das denn? Ach, deswegen. In der Halle von Burg Jelbegi. Natürlich. Okay. Oh, da hätten wir vielleicht nochmal kurz angreifen können. Glücksbanditen. Ja, da möchte ich natürlich helfen. Das machen wir noch schnell. Danach gehen wir erstmal in die Stadt, holen uns was zu essen. Und ich mag mein neues Schwert. Das gefällt mir. Au. Kampfvorteil 61. Uhu.
Da, 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 da. Yes. Vor allem, wie schön schnell es schwingt. Oh. Er hat gut geblockt. Tja, das war nix. Ach, da hinten. Ich hab grad schon gedacht, hä? Das Schwert ist nice, muss ich zugeben. Gefällt mir. Das behalten wir jetzt erstmal eine Zeit lang. So, das war ja nix. Das ist gut. Das macht die also die Beziehung ein bisschen höher. Das ist gut. Wir kriegen auch noch ein bisschen Krams. Ja, okay. Gut, es ist nicht viel, aber es ist ein bisschen was. Mir ging es nur darum, die Beziehung zu den Grafen hier ein bisschen zu verbessern. Okay, so, wir gehen nach Veluca. Nein, Vaigir hat Königreich Nordmänner Krieg erklärt. Echt jetzt? Was ist denn nur mit den Schwaden los? Unfassbar, die machen hier Stress ohne Ende. Oh, weg damit. Warum machen die so viel Stress? Ist das die Rache dafür, dass sie sonst immer, so was ich gehört habe, immer als erstes draufgegangen sind? Ich weiß es nicht. Wir werden nächste Folge auf jeden Fall mal in die Burg Jelbegi reiten, mal dem Fest mal beiwohnen, mal allen wieder schön Hände schütteln. Und danach müssen wir uns dann entscheiden, was Sache ist. Weil mittlerweile sind die Schwaden ziemlich, ja, ist schon merkwürdig. Verzeihung. Es ist sehr, sehr merkwürdig, auf jeden Fall. Wir haben wie Mutter gesagt, dass die Schwaden auf jeden Fall halt ziemlich schnell als erstes auf den Sack kriegen, aber die verbreiten sich hier immer weiter und weiter und bald, wenn es so weitergeht, wird es noch interessant. Nun gut. Ich verabschiede mich erstmal, bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Hoffentlich geht es mir dann etwas besser. Also, bis dahin. Macht's gut. Ciao.